auf die Wimper, ja? Ich habe das abgelegt, weil ich wollte nicht, dass sie aufwacht und ihre Augen sind zugeklebt. Sehe dir diese Löffel. Du weißt ja nie wirklich, was du drauf tust. Mit Gott bin ich verbunden. Aber ich vermisse sie so, das weißt du, nichts kann sie ersetzen. Und deshalb möchte ich mich so betäuben, dass ich einfach nicht spüre die Liebe, die ich zu ihr habe. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie so sehr, Mann, dass ich nehme ihre Sachen. Ich küche ihre Sachen. Ich habe ihre Schuhe heute ins Bad genommen und habe die gewaschen. Ich weiß nicht warum. Warum ist denn deine Freundin verstorben? Das war so. Wir haben uns verlobt an dem siebten Tag, als wir uns kennengelernt haben, ja? Und wir sind gegangen da, wo ich gehe, wo ich Geld habe. Mein Geld kommt dahin, da habe ich Konto, ja? Und da ist auch der Arzt, wo ich Tabletten jeden Tag bekomme. Und als wir da hingegangen sind, ich habe gesagt, wir gehen im Zimmer zusammen, wir holen den Zettel, so wie gestern, und dann gehen wir, holen Geld und dann weg. Und als die Türe vom Zimmer aufgegangen ist, die Frau sagt zu mir, du alleine kommst rein, weil wir sind zu zweit da drin und nur zu drei darf man in diesem Zimmer sein, sie muss draußen warten. Und die Kleine hat das nicht gehört. Und die Frau war wirklich toll, attraktiv. Und meine Kleine hat sie gesehen. Und ich sage zu meiner Kleine, bitte warte hier. Ich hole den Zettel und bin sofort bei dir. Und als ich reingegangen bin, die Kleine ist schon weggegangen, okay? Und ich komme raus und dann hat angefangen noch diese Frau in dem Zimmer mit mir Unterhaltung zu. Ich sage, hör mal zu, ich habe dir gesagt, meine Verlobte wartet draußen. Quatsch mich nicht nach meinem Aussehen, quatsch mich nicht nach nichts. Gib mir das Zettel, ich will... Und dann komme ich raus. 60 Sekunden komme ich raus, Anastasia war nicht mehr da. Ich schreie, Anastasia, kurwa Matsch, wo bist du? Und die andere Frau in diesem Zimmer, sie heißt auch Anastasia, sie ist rausgelaufen und sagt, ey Darius, was schreist du hier, kurwa Matsch, Anastasia? Weil sie ist russisch und sie versteht die kurwa Matsch, ja? Ich sage, hör mal zu, es geht nicht um dich, es geht um meine Verlobte, die hier war und jetzt ist sie nicht. Und die Leute, die draußen waren, die haben alles mitgekriegt und die haben auch gesagt, ja, nicht dich hat er gerufen, sondern seine Verlobte. Und ich gucke auf die Treppe unten und steht meine Kleine, ich bin gegangen, das Geld zu holen. Dann komme ich runter, meine Kleine ist nicht mehr da. Die haben sie verjagt, die sagen, du darfst nicht hier stehen. Sie war einfach zu hübsch. Sie hat keine Drogen genommen, sie hat nichts genommen, sie war sauber. Wir waren hier 4 Tage. Ich soll zum Arzt gehen, jeden Tag. 4 Tage waren wir hier. Am 4. Tag, ich sage, Baby, ich muss aber zum Arzt. Mir geht's nicht gut. Sie sagt zu mir, ja, aber weißt du was? Du bist nicht Junkie. Weil du bist so ruhig. Ich sage, Baby, ja, ruhig ist okay, aber ich brauche diese Tabletten. Dann sind wir dahin gegangen zu dem Arzt. Ich wusste nicht mal, was für Tag das ist. Das war Samstag. Wir kommen dahin, ist zu. Ich sage zu den Leuten, was in diesem Druckraum
in Bonn arbeiten. Ich sage, bitte, sag dem Arzt, dass ich hier bin. Ich brauche Tabletten. Ich höre, wie sie ruft dem Arzt und sagt zu ihm, ah, du hast schon alles ausgemacht, der Computer und alles, naja, dann ist okay, schade. Und sie sagt zu mir, ja, siehst du, er hat alles ausgemacht, alles, du kannst nichts. Wir sind rausgegangen, ich sagte, Baby, ich weiß nicht, wie das wird jetzt, aber komm, sie hat mich nach Hause gebracht, sie hat gekocht. Sie hat mich die ganze Nacht so gekuschelt, weil ich hatte schon Schmerzen, weißt du, vom Opiate. Wenn du Opiate nimmst und dann Opiate nicht hast, dann bekommst du grausame Schmerzen. Glaub mir, Leute springen aus dem Fenster. Leute springen aus dem Fenster. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Und dann hat sie mich so gekuschelt am Sonntag, hat sie mich angezogen, hat mich getragen fast zum Bahn. Wir sind mit Bahn gefahren nach Bonn, zum VfG. Und dann sind wir zum Arzt gegangen und sie wollte noch dem Arzt sagen, dass wir wussten nicht, dass das Samstag war. Der Arzt vergiss mich nicht, interessiert mich nicht. Ich denke mir, hör mal gut zu, Mann. Die hübsche kleine Mädchen, sie hat dir nichts getan. Sie will nur lieb und nett zu dir sein. Und so zeigst du dich. Ich sage euch ganz ehrlich. Leben mit Alkohol ist null. Darius, warum ist die verstorben? Jetzt mal ganz. Weil ich habe ihr das Herz gebrochen. Da, als ich reingegangen bin in dieses Zimmer, ja? Und ich kam raus. Sie sagt zu mir danach, sie sagt zu mir, du hast mir das Herz gebrochen. Ich sage, Baby, sie hat gesagt, wir dürfen nicht zusammen, weil da sind zu. Sie hat gesagt, du hast mir das Herz gebrochen. Wir waren zu Hause. 3 Tage ist sie nicht rausgegangen. Sie hat gesagt, ich gehe nie wieder dahin. Nie wieder. Ich habe gesagt, Baby, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Sie ist zu Hause geblieben, ja? Ich bin zum Arzt gegangen. Sie hat mir geschrieben, was ich einkaufen soll. Dann bin ich nach Hause gekommen. Okay, Darius, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Lass uns das etwas kürzer halten. Ich sage dir das kürzeste Weg. Was war das Todesursache von Medizin? Hast du was bekommen? Sag ich dir, die können nicht finden. Ich zeige dir Papier, dass du siehst, dass ich dich nicht verarsche. Nein, ich glaube dir, Darius. Nein, guck mal hier. Guck mal. Vom Kripo. Vom Kripo, bitteschön, hier, keine Ursache, nichts, sie hat nichts genommen. Darf ich das kurz filmen? Ja, bitte, kannst du beide Seiten filmen? Alex, ich habe gesagt, von mir kriegst du entweder Ehrlichkeit oder gar nichts. Und Du denkst, dass es, dass du ihr das Herz gebrochen hast, ihr ging es dann nicht gut und die ist deswegen gestorben. Ja, ich weiß es. Ich bin 1000% sicher. Hör mal, sie hat mich die 3 Tage so getestet. Sie hat alles gemacht, wo jeder andere Mann hätte gesagt, weißt du was? Ey, ich gucke, sie hat hier, guck mal, sie hat hier so Krümels, weißt du? Vom Essen ist Sekunde, eine Sekunde noch. Guck mal, ich komme hier rein, ja, und das war so gemacht, so, ja, und dann ich komme rein und hier ist alles so, okay? Und sie wollte sehen, was ich sage.
Und ich habe das gesehen, ich habe sie genommen, ich habe sie umarmt und wir haben uns gekuschelt. Sie hat nie, als sie Pipi gegangen ist, hat sie nie runter abgezogen. Ich habe geliebt, dass ich dürfte abziehen für sie. Der letzte Test, den sie mir gemacht hat, sie hat mich geschickt einkaufen, Zutaten, ich habe alles eingekauft, Knoblauch, Avocado. Und sie hat gemacht so eine Mischung, Knoblauch, Avocado, so auf Brot zu schmieren. Ja? Und dann sagt sie zu mir, weißt du, wer das mir beigebracht hat? Ich sage, Baby. Sie sagt, der, dem ich diese 60.000 Koronen geklaut habe. Ich sage, echt? Dann muss ich es zumachen, dass das nicht kaputt geht und wir stecken das in den Kühlschrank, dass das bleibt für morgen noch. Und das war der letzte Test. Sie hat noch gebeten, häng diese da, so diese Schale. Weißt du, diese Schale waren nicht da so. Das war Wand, wie du dahin, wie du guckst, war Wand, okay? Sie hat mich noch gebeten, diese Schale aufzuhängen und den Herd sauber zu machen. Bevor sie ihren Geist abgegeben, bevor sie ihren Geist gegangen ist, war alles gemacht. Alles. Der Herd sauber, Schale aufgehängt, wie sie wollte, alles. Und ich habe dann, als ich alles gefertigt hatte, bin ich hier gekommen und ich habe sie massiert. Ich habe Creme genommen und ihren Körper eingecremt. Ich habe ihre Augen, weil sie hatte noch diese schwarze Tusche auf die Wimper, ja. Ich habe das abgeleckt, weil ich wollte nicht, dass sie aufwacht und ihre Augen sind zugeklebt. Weil wenn man schläft, dann kommen Tränen immer und dann hätten ihre Augen zugeklebt mit dieser Tusche, ja. Ich habe die abgeleckt. Ach, ich habe sie so geliebt. Sie ist so eine Liebe gewesen. So eine Liebe, als wir uns das erste Mal geliebt haben, sagt sie zu mir, ich habe Liebe mit Gott gemacht. Ich sage, Baby, ich auch. Ich auch. Ist gut so. Das muss so sein. Weißt du warum? Weil als wir Liebe gemacht haben, hier, ich habe geguckt, da und habe gebetet, Gott, bitte, bitte, mach du das, bitte, helfe mir, Gott, bitte, mach du diesen, mach sie glücklich, bitte, Gott, bitte, mach, ich kann nicht alleine. Ich habe so gebetet, als um mein Leben geht. Es ging auch um mein Leben, weil ich wusste, wenn ich den ersten Nummer verkacke, dann ist sie weg. Aber weil die erste Nummer war so göttlich, weißt du, wir kommen vom Rhein. Ich sage zu ihr, hier, ich habe nur 25 Euro. Wir müssen Produkte für Frauen kaufen, weil ich habe zu Hause nichts. Sie sagt, hey, mach dir keine Sorgen, ich bekomme keine Periode. Ich sage, ey, das ist geil und merkwürdig. Dann 3 Tage machen wir Liebe. Am 4. Tag sitzen wir cool so, Spaß machen und ich sehe, dass sie so ist, ein bisschen heiß. Ich sage, was, möchtest du Liebe machen? Komm. Sie steckt sich Finger, diesen Finger steckt sich rein in ihre Vagina und holt ihm raus Blut. Ich sage, ey, ist das nicht ein Wunder? Du hast Periode bekommen. Und sie hatte 3, 4 Tage diese Periode gehabt, ja. An dem letzten Tag, an dem sie gegangen zum Gott ist, wollten wir noch Liebe machen. Aber ich habe sie nicht angefasst, weil sie hat geschlafen, okay. Ich habe sie nur massiert, eingecremt, Füße geleckt, Augen geleckt, alles abgeleckt, wo man mit Wasser waschen sollte, okay? Ich habe das alles abgelegt. So liebte ich diese, ich liebe sie weiter noch.
Da steht, es der Christi Reich, Anastasia forever. Ich weiß es. Das ist bei mir im Herzen, okay? Und ich sage aber eine euch. Die Drogen. Ich versuche einfach. Oh, sorry. Ich habe gerade keine Münze geworfen. Die Drogen. Ich versuche einfach zu ersetzen. Anastasia. Früher habe ich getrunken, geraucht, auch Liebe zu ersetzen, okay? Weil ich irgendwie habe den Sehnsucht nach wahre, wahre Liebe. Und sie war wahre Liebe. Ey, wenn du gesehen hättest, als ich kam aus dem Bad und ich habe mich frisch rasiert, ich hatte Bart, langen Bart. Und als ich kam aus dem Bad und ich war frisch rasiert, sie gesprungen auf mich ist, hat sie mich so geküsst. Sowas habe ich nur einmal erlebt mit ihr. Einmal. Sie hat nur mir das gegeben. Sie war wahre, wahre Liebe. Sie war nicht fake. Sie war nicht. Sie wollte nichts von mir. So wie ich wollte nichts von ihr. Wir wollten nur Liebe. Sie hat so oft zu mir gesagt, ich brauche niemanden, wenn wir zusammen sind. Kein Vater, keine Mutter, kein Bruder, keine nichts, nichts. Ey, das ist das Beste. Wenn ich mit dir, als ich mit ihr war, ich habe nur zum Gott gebetet. Nur zum Gott gebetet. Weil sie hat mir gesagt, bitte, hör nicht auf zu beten. Bitte hör nicht auf zu beten. Bitte für meinen Sohn, bitte, einmal. Ich sage, wie heißt der Kleine? Sie hat gesagt, ich habe gebetet, sofort. Ich bin so mit Gott, ich bin so mit Gott. Sie wusste das. Sie war die Einzige, die wirklich das gespürt hat. Weil sie hat selber an ihm so geglaubt. Sie stand hier und hat so zu ihm geweint, so geschrien. Ich sage, richtig, Baby, sag ihm alles, was dir wehtut. Sie hat gesagt, hey, ich bin die Corona, ich bin das Dreck auf dieser Welt. Nimm mich, ich will nicht hier sein. Sie hat so, so ehrlich, so... Das, weißt du, diese kurze Zeit, in letzter Zeit meines Lebens, ich sage dieses Jahr, letztes Jahr, 2021, da ist so viel passiert, dass ich konnte ein Buch schreiben, einen Film drehen und trotzdem kann ich nicht alles erzählen, weil bitte, frag, bitte. Dennis, wie lange wohnst du schon hier in dieser Wohnung? In dieser Wohnung? Ja. Seit 2015. Seit 2015. Ja. Wieso? Und wie hast du die bekommen? Wer hat dir geholfen? Gott. Selber? Gott. Ich schwöre dir, ich habe neben gewohnt. Daneben hatte eine Wohnung gehabt. Mhm. Und ich war obdachlos. Du warst obdachlos? Ja. Und dann hat und der... Dann ich hatte eine Bekannte gehabt, bei die habe ich Gras gekauft. Und ich sage, hör mal, ich brauche eine Wohnung. Ich kann doch nicht auf Straße, ich kann nicht am Bahnhof. Sie hat einen Bekannten gehabt oder einen Freund und sie sagt zu ihm, gib ihm den Schlüssel von deiner Wohnung, du wohnst bei mir, gib ihm den Schlüssel. Und so bin ich gekommen in die Nebenwohnung. Und hier haben gewohnt Leute früher, die haben... Was ich gehört habe, ich habe das nie erlebt, nie gesehen. Die haben groß gedealt, groß.
Und da war große Razzia hier, okay? Und der Mann, der hier gewohnt hat, ist ins Knast gegangen. Und dann sagte ich zu dem Vermieter, zu dem Besitzer vom Haus, sage ich, weißt du was, die Wohnung nebenan, ich will nicht den Tipp da rausdrängen, gib mir diese Wohnung. Und er sagt, okay, geh zum Amt, hol den Papier und kein Problem. Was kostet die? 480 Euro, das teuerste was. Oder ja, ja. Kalt. Ja, ja. Wie viel Quadratmeter hier? 40? Ich denke, ja, 40 ist hier locker. Und in die war in diesem Zustand wie jetzt? Nein, ne? Die war im Zustand, du würdest hier nicht schlafen wollen, okay? Ich habe, guck mal, da ist eine Kiste hier. Da ist eine Kiste hier. Guck mal, das ist Foto von der Küche. So, ja, so. Das ist Foto von der Küche. Siehst du, was das war hier? Was für Farben waren das? Und das war ganze Wohnung so rot, blau. Das war so ätzend, dass ich konnte hier, nee, ich sehe die Küche, die ist weiß. Ich habe alles gespachtelt. Ich habe hier richtig Arbeit getan, aber ich habe in diesem Zimmer hier nur so gemacht, dass ich mich wohlfühle und dass ich immer noch was zu machen habe. Wenn ich möchte, kann ich hier Tapete abreißen, kann ich noch spachteln, kann ich streichen. Hier war Wand. Dieser Raum war zwei Räume. Okay, hier war Wand. Da, wo die Schale hängen, war auch eine Wand. Da war eine Türe, da war eine Türe. Da waren zwei Zimmer. Aber die waren so klein wie Zelle im Knast. Darius. Ich stelle mal ein paar Fragen, ne? Ja, ich habe im Knast gesessen, ja. So eine kleine Blitzumfrage. Bitte, bitte. Du hast im Knast gesessen, sagst du gerade? Ja, ja. Wie lange? In Deutschland habe ich fast 2 Jahre. Und in Amerika auch? Ja, in Amerika habe ich auch Knäste besucht, ja. Wie lange in Amerika? Ja, war nie lange, war, längste war 3 Monate. Nie lange. Das war nur einfach Besuche. Warum? Was ist das passiert in Amerika? Ich bin nicht ins Gericht gegangen. Und da, wenn du nicht zum Gericht erscheinst, kommen die sofort. Warum musstest du ins Gericht? Ja, wegen Fahren, Auto und getrunken. Sowas. Auto, ja, oder auch... Auto, welches Auto hattest du gehabt in Amerika? Oh, ich habe viele Autos gehabt. Ich habe Dodge Ram gehabt, den neuesten, in 2007. Ich hatte Nissan Maxima gehabt. Ich hatte viele, viele Autos. Wie viel hast du verdient in Amerika? Es ist so, ich sage dir so, als ich gearbeitet habe für jemanden, dann war mein Minimum 1800 pro Woche, $1800 pro Woche. Mhm. Wenn ich selbstständig gearbeitet habe, dann war 2500 pro Woche, manchmal war 2000 an einem Tag, manchmal war... Ja, 2000 an einem Tag, in 6 Stunden, eine schnelle Arbeit. Dacheindeckung meinst du? Ja, Dachdecker. Als ich in Florida gearbeitet habe, habe ich verdient Minimum 75 Dollar die Stunde, Minimum. Was verdienst du jetzt, aktuell? Jetzt? Wie viel Geld kriegst du? Für 409 Euro. 409 Euro. Ja, das heißt, wann ist das Konto leer bei dir auf Null? An welchem Tag ungefähr? Ehrlich? Ich denke nicht daran.
Ich denke nicht daran, weil, weißt du, das Geld, was ich bekomme, das Geld ist, schneller weg, als es kommt. Okay? Weißt du, ich sage dir so, bevor Anastasia kam, hatte ich das Geld, was ich bekommen habe, bis zum letzten Tag. Bis das neue Geld gekommen ist, hatte ich das Geld. Hast du dir eingeteilt, so gesehen? Ja. Als Anastasia kam und weggegangen ist, ich scheiße auf das Geld. Ich, weißt du, ganz ehrlich, ich habe seit letzten 2 Monaten, was die sich sehr wundern, wie mache ich das, okay? Die Leute, was mein Geld mir auszahlen, und ich sage, am letzten Tag des Monats kommt das Geld, ja, vom Amt. Ich sage, okay, alles. Sag, nein. Ich sage, ich möchte alles ausgezahlt haben. Ich bezahle noch Gerichtskosten, 60 oder 70 Euro jeden Monat. Dann habe ich auch weniger dadurch. Dann bezahle ich noch was. Ja? 409 Euro steht mir zu, aber ich kriege 300 Euro, okay, in meine Hand. Und das gebe ich aus, entweder auf Schuhe, auf Essen oder keine Ahnung auf was. Darius, was ist die gefährlichste Droge deiner Meinung nach? Kokain. Kokain. Alles ist gefährlich. Weißt du warum? Weil guck mal, sehe dir diese Löffel. Du weißt ja nie wirklich, was du drauf tust. Und was, wenn er hat das von jemandem bekommen? Er ist nur Vermittler. Alle da sind nur Vermittler. Und wenn da drin ist Gift, Rattengift oder die Kokain ist gestreckt mit Akkusäure. Weißt du, die strecken Drogen, dass die Leute bekommen Gefühl, dass die Drogen gut sind. Ja? Die geben dir zum Beispiel Heroin mit Rattengift. Und das macht dich abkacken. Ja? Ich mag das nicht, deshalb nehme ich das nicht. Aber Leute kacken ab und die mögen das Gefühl, ja? Aber wenn der Rattengift ist zu viel, knallst du das, bist du weg. Letzte Zeit sind ein paar Leute in Bonn gegangen, wegen Drogen gestorben, Überdose. Weil die verschätzen sich auch, okay? Weil ich sage, das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Vor allem Kokain ist so gefährlich, man kann sich nicht vorstellen, weil 1 Milligramm Kokain, ja, 1 Milligramm, ja, das kann so stark sein, dass du das nimmst. Und normalerweise von 1 Milligramm soll alles gut sein. Aber du drückst ab. Und war dein letzter Knaller. Okay, Darius, ich danke dir für deine Zeit. Ich habe das gerne gemacht. Ich würde gerne Leute sagen, guck mal, ich mache das nicht regelmäßig. Ich sage ganz ehrlich, ich mache das nicht regelmäßig. Ich gehe regelmäßig zum Arzt, ich hole mir Tabletten, ich bekomme Tabletten vom Arzt und die helfen. Ich fühle mich dann nicht so einsam, okay? Weil alleine fühle ich mich nie. Alleine nie. Ich habe immer Gott. Aber Einsamkeit
ist eine Bitch. Wenn man einsam ist, dann weiß man nicht, was mit sich zu tun. Und das tut weh. Aber wirklich, rauche Joint, aber lass alles andere wirklich, wirklich, das ist kein Spiel, das ist... Darius, hast du zuerst Crack oder Joint geraucht? Zuerst habe ich Joint geraucht, aber ich war 18 Jahre alt. Aber es ist doch gefährlich, wenn man sagt, rauche lieber Joint. Jetzt denken die Zuschauer, man kann Joints rauchen, dass das nicht schlimm ist. Und dann steigen die später auf andere Drogen um, wenn die Joints nicht mehr wirken. Verstehst du, was ich meine? Nee, Joint wirkt immer. Joint wirkt immer. Es gibt Menschen, die mittlerweile so viel Gras brauchen, weil die nicht mehr davon breit werden können. Ja, weil das ist falsches Gras, würde ich sagen. Ich würde sagen, ein Tag Pause. Ich würde sagen, wenn man keine Drogen medizinisch braucht, als Heilmittel für irgendwelche bestimmte Krankheiten, soll man das komplett weglassen oder nicht? Das gebe ich zu. Guck mal, warum habe ich auch gesagt zu einem Mann vor 2 Wochen auf die Straße, ich habe Haschisch geraucht, ja? Und der Mann war am Essen. Und ich sage, ich rauche jetzt Gras. Der sagt, cool, mir tut das nicht gut. Ich sage, weil du bist nicht krank. Wenn du nicht krank bist, brauchst du diese Medizin nicht. Nehme nicht, wenn du das nicht brauchst. Punkt. Wenn du kannst lächeln, wenn du kannst normal funktionieren, reden, lieben und arbeiten und normal dich verhalten, dann brauchst du das nicht. Und wenn du brauchst was, dann geh lieber zum Arzt. Wenn du nicht das brauchst, nehme nichts. Wenn du kannst essen, wenn du kannst trainieren, wenn du kannst dich bewegen, wenn du hast gute Laune, wenn du gehst raus aus dem Haus, lass bitte, bitte, bitte. Guck mal, ich war so glücklich, als Anastasia war hier. Sie hat nichts genommen, ich habe nichts genommen. Ich musste nicht mal täglich zum Arzt gehen. Ich war so glücklich. Nur ich war dumm, dass ich konnte nicht ihre Hand ständig halten. Ich hätte nie reingehen sollen in diese Zimmer. Ich hätte mit ihr bleiben sollen und sagen, bring das hier. Okay? Aber ich sage dir, es ist nicht die Lösung. Es ist die Tür zum Problem. Glaub mir. Weil irgendwann fängst du an, kriminell zu sein. Und das bringst du dir Scham, deine Familie Scham und keiner will dich mehr. Keiner will mit dir reden, keiner will mit dir... Sorry, aber bitte. Ich liebe euch. Danke.